Auf der Suche nach dem kulinarisch Wahren, Guten und Schönen. Unterwegs in Kärnten, dem südlichsten Bundesland Österreichs. Vor allem auf den Almen rückt man dem siebenten Himmel des guten Geschmacks ein großes Stück näher. Auf ca. 18% der Gesamtfläche Österreichs werden derzeit etwa 12.000 Almbetriebe bewirtschaftet. Nur durch das Zusammenspiel von landwirtschaftlicher Nutzung und sanftem Tourismus kann diese einzigartige Kulturlandschaft gepflegt und erhalten werden. Die Almen machen das Genussland Kärnten zu einem gelobten Land, in dem Milch und auch Honig, aber von dem wird an anderer Stelle zu reden sein, fließen. Dieser Strom feinster Alpenmilch ist die Grundlage vor allem von Käse und Topfen. Und diese beiden sind ein kulinarisches Erbe, das hier bestens bewahrt und gepflegt wird. Das führt gleich zur Bischofalm in der Nähe von Kötschach-Mauthen. Seit vielen Generationen wird sie von der Familie Warmuth bewirtschaftet. Ja, heute sorgt zwar ein Stromaggregat für elektrische Energie, doch das Leben hier ist eine Idylle, aber kein Honigschlecken. Harte Arbeit von 4 Uhr früh bis zum späten Abend. Lohn der Mühe, Butter der Luxusklasse. Der herrliche Gailtaler Almkäse, ein von der EU geschütztes Regionalprodukt. Und der Schotten, der aus erhitzter und gesäuerter Molke gewonnen wird. Wir haben vorher in der Früh mit dem Käsereivorgang angefangen. Und aus der Molke noch ein Käse wird dann eben der Gailtaler Almschotten produziert. Das ist ein jahrhundertaltes Traditionsprodukt, was nur auf die Gailtaler Almen gemacht wird. Ja, wir sind beim Personal immer recht international. Meine zwei Sennerinnen da sind heuer eine aus Deutschland und eine aus der Schweiz. Aber seit es Internet gibt, ist das kein Thema mehr. Dadurch holt man sich relativ flott Interessenten von ganz Europa. Ja. Gut, da haben wir jetzt einen eingepressten Schotten. Der war jetzt da 2 Stunden eingepresst in die Sacklern. Und den nehmen wir jetzt aus die Sacklern wieder. Und dann kommt er eben in den Kamin zum Reihen. Man sieht jetzt da, er hat sich schon fest, bei uns in Gailtal sagt man ein Kugelschoten, obwohl es mehr oder weniger ein Laberle ist. Und jetzt ist er noch schön weiß, also so topfenfarbig. Und so kommt er dann in den Kamin rein und dann wird er so braun-grau, nimmt er die Farbe von Rauch an. Einer der bekanntesten Käsekenner des Landes ist Gottfried Bachler. Sein Lokal gilt als Käsekulturzentrum. Und wenn er redet, dann ist das kein Topfen, sondern feinste Analyse. Das ist eine Geschichte wie beim Wein. Wir haben am Anfang haben wir die Doppelliter getrunken, dann haben wir die Genossenschaftsweine gehabt und dann sind wir auf die einzelnen Winzer gekommen. Und dieselbe Entwicklung haben wir beim Käse. Wir haben die großen Molkereien, die ihre sehr, sehr hoch standardisierten Produkte machen. Und dann kommen eben die Schmankerl an und das ist das, was mich halt besonders interessiert. Die kleinen Käse, wo halt die Handschrift des Käsers über seine Milch, über das, was er in seiner Hand hat, einfach auch so als Spezialität ankommt. Und da sind wir jetzt, glaube ich, mitten im Boom. Der Hof der Familie Nuart in Weißenberg. Vor 20 Jahren hat man sich der biologischen Produktion von Schafmilchkäse verschrieben. Heute heißt das Motto, guter Geschmack ist käuflich. Und er wird auch gekauft. Der Hafner Hof ist zu einer Top-Adresse für Österreichs Gastronomie geworden. Gibst mir bitte 4 Natur. Mhm. Ja. Und dann Camembert bitte noch. Mhm. Und könnte ich den Blauschimmel kosten? Ja, gern. Die große gastronomische Welt
weiß nicht nur die Konsistenz, sondern auch den Geschmack des Käses zu schätzen. Ja. Die Könige der Käse sind die blauen Schimmelkäse. Die Blauschimmelkäse sind am schwierigsten zu machen, brauchen das perfekteste Grundprodukt, brauchen die meiste Pflege beim Reifen. Und das ist dann natürlich in der Kombination mit dem richtigen Wein auch die absolute Glückseligkeit. Einige Produktionsschritte zur absoluten Glückseligkeit. Und in Abwandlungen gilt das für die meisten Käsearten. Die Milch wird gesäuert, dann mit Lab, einem Ferment des Kälbermagens, sattsam bekannt aus dem Kreuzworträtsel, versetzt und anschließend mit der Käseharfe zum sogenannten Bruch geschnitten. Dieser wird bei Hartkäse erwärmt, bei Frisch- und Weichkäse belassen und nach einer gewissen Zeit in Formen gefüllt. Naja, und dann gibt es je nach Käseart unterschiedliche Reifungszeiten. Und auch wenn es EU und Industrie nicht gefällt, der Maßstab für guten Käse ist noch immer das Produkt aus Rohmilch. Rohmilchkäse deswegen, weil letztlich das Produkt selber dann eine Qualität hat, das Produkt lebt. Ja. Es wird nicht durch das Pasteurisieren alles kaputt gemacht, sondern das lebt. Produkte, die leben, die darf man mit Fug und Recht als Lebensmittel bezeichnen. Mittlerweile scheinen sie allerdings in den Lebensmittelgeschäften eine Minderheit zu sein. Eine Käseplatte muss mit einem frischen, lebendigen Käse anfangen und sie muss mit einem harten und dann am Schluss mit einem Blauschimmelkäse aufhören. Der Franzose sagt schon, die wichtigste Kombination in der Kulinarik ist die Vereinigung von Käse und Wein, Le Mariage de Fromage und Wein, also die Hochzeit von Käse und Wein. Das ist die höchste Disziplin in der Kulinarik. Und die Kombination dieser zwei großen Welten, sie zusammenzuführen, am Gaumen neue kombinierte Geschmackserlebnisse hervorzurufen, das ist das Servieren vom Käse. Kärntner Wein, das ist selbst für gelernte Österreicher etwas Unbekanntes. Dabei hat der Wein in Kärnten eine etwa 1100 Jahre alte Geschichte. Zeit genug, um Platz für neue Pioniere zu schaffen. Die Hemma von Gurk, die Begründerin dieses Benediktinerstiftes St. Georgen, die um 1000 gelebt hat, hat diesen Weinbau in die Region gebracht. Und der hat dann mit um 1200 die größte Ausdehnung gehabt, mit 100 Hektar Weingartenfläche. Der ist dann bis ins 18. Jahrhundert dann komplett in Kärnten zum Erliegen gekommen. Für mich ist einfach diese ganzen konsequenten Wege, was ich da einschlage, um einen Weinstil zu bekommen, der was nicht geprägt ist von mir, sondern wirklich dieses Terroir, dieser See, dieser Berg, diese Geologie, die ganzen Elementarwesen, was uns umgeben, einfach den Wein auszeichnen. Nach dem Seitensprung zum Wein, kulinarisch wäre es ja, wie man gehört hat, eigentlich eine Verehelichung, zurück zum Käse, der ja in dieser kulinarischen Brautschau dominant bleiben soll, und zur Watschingeralm. Leitprodukt auch hier der Gailtaler Almkäse. Die Sennerin über ihr schönes, freies, aber auch hartes Leben mit und in der Natur. Wir treiben im Frühjahr, so Mitte, Anfang Mitte Juni, ca. 45 Stück Milchkühe auf. Die gesamte anfallende Milch, das sind ca. 800 bis 900 Liter, wird von uns verarbeitet. Es wird nichts ins Tal geliefert. Zu den bekanntesten Produkten zählt der Gailtaler Almkäse. Dann haben wir auch an Schotten, das ist ein geräucherter Molketopfen, und nebenher noch Joghurt, Heidelbeerjoghurt, natürlich Butter. Es ist viel Arbeit, harte Arbeit, vor allem körperliche Arbeit, aber ich sage immer, die Natur und das Leben mit der Natur entschädigt für vieles. Weil die Natur strahlt eine Ruhe und eine Ausgeglichenheit aus und das übertragt sich auch auf uns. Wer Besseres und Schöneres erfindet, darf daran denken, Gott vielleicht einmal abzulösen. Vorerst beugen wir uns dem Unaussprechlichen, welcher Natur es auch sein mag, eben der Schönheit der Berge.
Eine botanische Rarität, beschränkt auf 10 Quadratkilometer in Kärnten und Italien, gibt es hier auch noch zu bestaunen. Die Wulfenia. Eine andere Unterart existiert noch im Raum Albanien und am Himalaya. Kutrit wird die Pflanze auch genannt. Und irgendeine Verbindung zu den milchspendenden Rindviechern scheint es auch zu geben. Denn dort, wo man aus Naturschutzgründen die Flora von der Fauna, also die Wulfenia von den Kühen getrennt hat, ist der Bestand zurückgegangen. Geheimnisse der Natur, etwas zwischen Mutter Kuh, Bruder Baum und Schwester Wulfenia. Almseligkeit, selbstverständlich auch beim Geschäftsführer der Genussregion Kärnten, Michael Mayer. Kärnten hat das Glück, geografisch gesehen, dass Almen erreichbar sind. Man kommt sehr leicht hinauf und eine Alm ist eine eigene Idylle und ein in sich geschlossenes System, was auch den Wirtschaftskreislauf betrifft. Und wenn die Tiere auf der Alm sind, dann geben sie natürlich beste Milch. Die Kühe fressen die Gräser und die Heilkräuter und diese Milch wird dann direkt auf den Almen verarbeitet. Für Menschen, die den kulinarischen Aspekt mit dem erweiterten Bildungsbegriff kombinieren wollen, gibt es auch Almen mit Schaukäsereien. Dort kann man lernen, was man im Alltagsleben kaum brauchen wird: Käsen. Aber manches lernt man auch nicht fürs Leben, sondern zur Belehrung der anderen, der käsemäßig nicht so firmen. Wir sind eigentlich im Schnitt eigentlich nur 95 Tage. Weil wir auf 1600 Meter sind, da wächst halt lärmer. Das haben wir die Richtlinie von Geltaler Almkäse. Wir dürfen oben nichts dazu füttern, praktisch nur das, was die Kühe zerfressen. Noch einmal der Experte zum Geltaler Almkäse, einem der kulinarischen Leitprodukte Kärntens. Im Hartkäse ist die ganze Almwiesen drinnen. Das ist die Reduktion nur mehr auf Geschmack. Man muss die Hartkäse immer langsam kauen. Alle Käse schmelzen ja bei Körpertemperatur. Und wenn sich dann so im Mund der Brei ergibt, ja, wenn es so aufgeschlossen wird, dann blüht die Almwiesen auf. Dann sitzt du wieder mitten in der Almwiesen drinnen. Du vergisst das Ganze rundherum. Der Gaumen ist voll beschäftigt mit Geschmack. Und das ist Glückseligkeit in der Kulinarik. Zurück zu den Wurzeln, vielmehr der Milch. Es kann eine Verbindung aus bodenständiger Tradition und modernsten Verarbeitungsmethoden geben, ohne dass die Qualität ins Bodenlose abgleitet. Ja, wir sind hier am bäuerlichen Milchhof Sonnenalm in Klein-St. Paul in der Region Görtschitztal. Die Sonnenalm ist im Eigentum von 20 Bauern. Wir haben uns vor ca. 15 Jahren hier in der Region heraus selbstständig gemacht. Mit dem Schwerpunkt, dass wir also die Milch ausschließlich von unseren Bauern, von unseren Bergbauern hier in der Region selber verarbeiten. Kärnten ist ja bedingt durch die Kärntner Kasnudel, durch Topfenreinkerlein, durch viele Topfenprodukte eigentlich die Topfenhochburg in Österreich. Der Topfen hat hier bei uns eine sehr lange Tradition. So ist es überall, wo früher auf den Bauernhöfen Milchkühe gehalten worden sind, ist also der Topfen für die Ernährung der Familie herangezogen und produziert worden und hat deshalb also hier bei uns eine lange Tradition. Gott sei Dank hat also dieser traditionelle Topfen hier in Kärnten eine gewaltige Renaissance erfahren. In jeder guten Küche, wo gekocht wird in Kärnten, braucht man also diesen Topfen für eben die Zubereitung dieser Spezialitäten wie der Kasnudel und so weiter. Die Kärntner Nudel, das identitätsstiftende Nationalgericht des Bundeslandes. In jedem Tale etwas anders zubereitet, was durchaus zu kulinarisch-ideologischen Grabenkämpfen um die ohnehin nicht existierende, einzige und originale Zubereitungsart führen kann. Im Galtal findet man das, was eine Kärntner Nudel offenbar ausmacht: harte, ehrliche Handarbeit. Das beginnt hier, bei der Bauernkegelbahn. Und dann werden wir ihn mit der Kasnudelfülle füllen. Kasnudelfülle ist halb Erdäpfel und halb
Topfen. Bröseltopfen ist da drinnen. Dann ist noch Zwiebel drinnen, Salz, Pfeffer, Knoblauch und eben die braune Minze und der Kerbel. Man kloppt das dann zusammen und grändelt das Ganze. Bei uns im oberen Geltal wird das gegrändelt. Und bei uns heißt es, wenn ein Mädchen nicht grändeln kann, dann kann es nicht heiraten. Für die bildungshungrigen Fernsehzuseher erfolgt eine kurze Zeitlupenstudie des Krendelns, während sich die Sportbegeisterten auf eine Stellungnahme des bekanntesten Skiläufers Kärntens einrichten. Auf jene Franz Klammers, der als Bergbauernbub mit der Käsenudel aufgewachsen ist und für den sie auch heute noch eine Königsdisziplin darstellt. So, so. Bitte schön. Bitte sehr, die Käsenudel, gell? Ja. Und so sollen sie ausschauen. Nicht? Das ist, wenn ich dann in Unterkärnten die nicht gekrandelten Käsenudel esse und die kleinen, dann denkt man immer, was das ist. Nicht? Jetzt werden wir eine kosten. Natürlich ausgelassene Butter darf nicht fallen. Die muss schön braun sein. Ja. Und wenn ich halt dann 6 Wochen irgendwo unterwegs bist in der Welt und dann kommst heim und dann gibt es eine Käsenudel, dann ist das was Herrliches. Zu einer besonderen Kärntner Spezialität, dem Glundener, einem aus Magermilchtopfen hergestellten Kochkäse, dessen kulinarisch suchtmachendes Potenzial, wie viele Abhängige begeistert bestätigen können, nicht unterschätzt werden sollte. Die als Restelverwertung bei der Buttererzeugung anfallende Magermilch wird zu einem Geschmackserlebnis der Sonderklasse. Das ist ein Magertopfen und aus diesem Magertopfen wird nachher der Glundener hergestellt. So, und dann wird er fein aufmudeln, sagen wir. So fein aufgemudelt. So, ein Kümmel. Das geht bei mir alles nach Gefühl, das hat man noch jahrelanger Arbeit, hat man das im Gefühl. Dann Salz, dann kommt noch Pfeffer. Ich nehme immer weißen Pfeffer. Nach einigen Tagen beginnen wilde Hefen den Topfen zu verändern. Er reift. Der ist 3 Tage gereift. Den tun wir jetzt noch mal aufmuddeln. Und den kochen wir jetzt auf. Ja. Wenn er richtig flüssig ist, dann wird er in eine Schüssel hineingeleert. Und dann muss man kalt stellen. Sobald er kalt ist, kann man schon essen. So, und das war jetzt ein fertiges, gelundenes Käsebrot, wie es bei uns serviert wird. Noch einmal zurück zum Ausgangspunkt der Kärntner Käseseligkeit, der Milch. Auch große Molkereien in Kärnten können sich über internationale Anerkennung bei Käsewettbewerben freuen. Die Kärntner Milch, die größte Genossenschaft des Landes, legt ebenfalls Wert auf Tradition und will Brücken schlagen, vom Gestern ins Heute und weiter ins Morgen.
die Landwirtschaft oder die Molkereistruktur in Österreich ist ja relativ klein strukturiert. Und nur 1,6% vom Bruttoinlandsprodukt wird in Österreich von der Landwirtschaft erwirtschaftet. Österreich ist aber ein Tourismusland. 10% vom Bruttoinlandsprodukt wird durch den Tourismus erwirtschaftet. Und da erkennt man schon, wie wichtig der Stellenwert der kleinstrukturierten bäuerlichen Betriebe ist. Denn ohne diese flächendeckende Land- und Milchwirtschaft, die es in Österreich und in Kärnten noch gibt, würde der Tourismus nicht funktionieren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass in den entlegenen Regionen auch zukünftig nachhaltige Milch- und Landwirtschaft betrieben wird. Dadurch stützt man den Fremdenverkehr, die Volkskultur, ohne dieses lebenswerte Kärnten, das unsere Bäuerinnen und Bauern schaffen würde, vieles nicht funktionieren. Und deshalb sind wir auch sehr stolz auf die Genussregionen, auf das Genussland, denn mit diesen Genussregionen, mit diesen Genussprodukten werden kleinstrukturierte Betriebe gestützt, werden wertvolle Produkte erhalten und das erhaltet letztendlich auch die wunderschöne Natur. Über die Faszination von Urlandschaften wie dem Regenwald oder der Wüste wird manchmal vergessen, dass auch der Eingriff in diese Urlandschaften hier, nämlich ihre Beweidung, ganz besondere Biotope entstehen hat lassen. Die Mussen im Lesachtal ist eines dieser Gebiete. Heu ist zwar für die Kühe, aber dieses kommt dem Menschen nicht nur in Form von Milch und Käse zugute. Dem Bergwiesenheu wird ja eine ganz besondere Heilkraft zugeschrieben. In erster Linie in früheren Zeiten natürlich fürs Viech. Das ist ein ganz wertvolles Heu gewesen. Das hat man nicht normal verfüttert, sondern ist wirklich, wenn eine Kuh krank gewesen ist, hat sie eine extra Portion Bergwiesenheu bekommen. Für den Menschen hat das natürlich auch eine Bedeutung. Man kann sogenannte Heusackeln damit machen. Und zwar werden da die getrockneten Kräuter verwendet, und zwar das Blurmach. Blurmach sagt man bei uns dazu. Und das ist im Prinzip das, was bei den Reitern von Hai übrig bleibt. Also das Wertvolle, die Samen, die Blüten, was da als feines Material übrig bleibt. Und damit werden diese Heisackeln gefüllt. Und wer die Wiese nicht als Heilkräutersackerl verwenden will, nimmt sie einfach als Balsam für die Seele. Der Laie erfreut sich an der bunten Vielfalt der Blumen. Der Botaniker wird fast verrückt beim Anblick pflanzlicher Raritäten. Natur als Kulturbegleiter, Vielfalt, die ohne Almwirtschaft nicht möglich wäre und die ohne diese auch nicht gedeihen könnte. Almheu. Das Gold der Berge, das durch Veredelung durch den Wiederkäuermagen zum weißen Gold der Milch wird. Von einem Bergbauern, der dieses Gold gewinnt, aber der, wie die meisten seiner Art, eher reich an Idealismus, denn an materiellen Gütern ist. Wir produzieren in unseren 10 Kühen 3 verschiedene Käsesorten. Und die Basis für einen guten Käse ist bei uns die Qualität des Futters, das die Kühe kriegen. Im Winter kriegen die Kühe ausschließlich das Heu, das wir jetzt einbringen. Jetzt ist gerade Heuerntezeit. Und im Sommer sind die Kühe Tag und Nacht auf der Weide, fressen Gras. Und das ist die Basis dann, dass wir diesen Kammenberg, ich betone Kammenberg, machen und der dann auch eine entsprechende Qualität hat. Der Bergbauer ist zweifelsohne sein eigener Herr und Knecht. Knecht sein, das heißt für seine Tiere da sein, sie zu melken, betreuen, das ganze Jahr lang, wenn es sein muss, 24 Stunden am Tag. Herr sein, das heißt zu wissen, dass man Lebensmittel produziert, die dieses Attribut auch noch verdienen. Klagenfurt, die Kärntner Landeshauptstadt. Der bedeutendste Markt ist der Benediktinermarkt im Herzen der Stadt. Und stärker als anderswo wird hier der Schulterschluss mit dem nahrhaften Umland spürbar. Ein Bergbauer bringt seine Liebe zum Produkt, seinen Stolz auf seine Leistung und seine Freude an der kulinarischen Vielfalt auf den Punkt.
fasziniert zu schauen, was kann ich aus dem Bergbauernhof, was wir sind, rausholen und was kann ich auf dem Markt in Kontakt mit Menschen, in Rücksprache mit den Menschen verkaufen. Also was kann ich ihnen produzieren? Weil es ist ja ganz viel bei mir so, die Menschen haben mir gesagt, ich hätte gern mal wieder einen Brimsen zum Beispiel, ein super Beispiel. Das habe ich immer gehabt bei der Oma, aber es gibt es nirgends. Habe ich mal beschreiben lassen, wie das ausschaut. Jetzt produzieren wir es, verkaufen wir ohne Ende, weil der Kunde ja eigentlich weiß, was er mag. Das gefällt mir gut. Das nächste ist, dass wir natürlich Spaß haben an einer riesen Vielfalt. Das macht mir selber. Ich esse ja meine eigenen Produkte auch. Und deswegen haben wir, ich glaube, wenn man es über das Jahr zusammensetzt, 120 verschiedene Sachen. Ich habe nie 120 verschiedene Sachen dabei, aber 50, 60 macht mir halt einfach eine riesen Freude, daheim zu produzieren und dann hier auf den Markt zu bringen und zu sehen, wow, die Leute haben eine Freude drauf, wenn das wieder neu ist, wenn es was anders ist. Aber immer wissend, das kommt von hier. Es ist nicht Vielfalt, weil Orient und sonst was zusammenarbeiten, sondern weil das Kärnten schaffen kann. Und das taugt mir. Zuletzt noch einmal auf die Alm, auf der es bekanntlich keine Sünd gibt. Und die auf wunderbare Weise auch weitgehend dem kulinarischen Sündenfall trotzt. Auf das hier die Milch der frommen Denkungsart gemeinsam mit der der Kühe, Schafe und Ziegen den Käse schafft, den auch wir Konsumenten eigentlich verdienen.